Wie ist das der Verhörraum? Haben wir den Sprengstoff jetzt schon? Mit einem. Nee. Kann mit einem da nicht durch. Oh, kann ich die tauchen? Können wir noch nicht tauchen mit Aiden? Wo ist denn Ryan jetzt hin? Hier waren wir schon. Ich habe mich voll verlaufen hier drin. Waren wir auch schon. Soll ich tun? Als Aiden kann ich da durch. Glaube ich. Hä, weiter ist. Hier komme ich nicht. Ich kann aber auch sonst hier nichts machen. Hier waren wir auch schon drin. Ich habe keine Ahnung.
Erstens verlaufe ich mich immer mehr und zweitens. Hier soll ich auch nicht lang. What the? Komme ich ja nicht. Komme ich nicht hin. Ich habe das Gefühl, ich muss hier lang, aber hier drin ist auch nichts. Oh, warte, muss ich das Ding hier anziehen? Er ist halt vorbeigerannt. Oder was ist hier? Oh Mann, ich muss die ganze Zeit diesen Anzug anziehen. Gut, besser später als nie. Ich hab's dann auch mal hingekriegt. Sieht schon schick aus. Scheiße, ich hab echt Angst, ein. Nicht weit weggehen. Okay. Ich bin erstmal eine Viertelstunde rumgeeiert, wie so eine Verrückte. Aber ich hab's geschafft. Vor allem war mein Riecher vorhin gar nicht so schlecht, ne? Ich wusste, dass ich eigentlich irgendwie zu dem Portal muss. Aber dass ich den Anzug einfach anziehen könnte, nicht drauf gekommen. Da ran? Ja, anscheinend.
glaube nicht, dass das funktionieren wird mit dem Sprengstoff. Orientierung. Bisschen schwierig. Ah, hier. Okay. Schafft. So, und jetzt gehen wir zu gucken. Die größte Entdeckung, die die Welt jemals gesehen hat. Zerstört. Nur wegen dir, du dämliches amerikanisches Miststück. Natürlich wieder in die falsche Richtung. Das mit den Richtungen nie hin. Ich will halt den Schlägen immer ausweichen. Sehen uns. Auf der anderen Seite. Anstatt dem irgendwie.
geschafft. Wo zum Teufel bist du? Ja, das mit dem Schraubendreher war gerade wirklich eklig. Hast du gedacht, ich lass dich hier, ne? Ja, Julia. Ich muss auch sagen, ich mag es in Spielen nicht, tauchen zu müssen. Ich mag es auch im echten Leben nicht. Also, wenn mich da auch jemand unter Wasser drückt, da kriege ich auch wirklich Panik. Die Schockwelle hat den Antrieb zerstört. Wer mein Leck? Wir werden ertrinken. Aiden hilft uns. Die Oberfläche ist nicht weit. Vielleicht schaffen wir es lebend bis hoch. Ja, klingt nach einem vernünftigen Plan. Aiden kann doch unser das Schutzschild machen. Ich schwimme so schnell ich kann. Und jetzt kommen wir hier raus bei minus 40 Grad. Autsch. Ja, sexy Typ im Unterhemd kommt und rettet das arme Mädchen. Ganz ehrlich, Jody hat in diesem Spiel viel mehr Mut bewiesen als Ryan. Er will jetzt bestimmt noch bemitleidet werden. Totaler Idiot. Ja. Weißt du, ich hab dir das nie gesagt, aber ich liebe dich, Jody. Tja. Das ist sehr romantisch. Uns fehlen nur noch die Kerzen. Ich wollte, dass du es weißt, falls wir hier drauf gehen. Also ich hätte ja andere Probleme, wenn ich da gerade durchnässt bei minus 40 Grad sitzen würde. Und hallo, wo kam das plötzlich her? Von Ryan? Was für ein Kapitel haben wir bisher übersprungen? Julia, aus Prinzip sagt sie nein. Aus Prinzip sagt sie nein. Und ich möchte das nicht mit Ryan. Huck. Gute Nacht, Prinzessin. Ist Nathan okay? Wann sehe ich ihn denn wieder? Oh. Ich weiß nicht, Süße. Er hat sein Büro seit 3 Tagen nicht verlassen.
Er liebte seine Frau und seine Tochter. Viel mehr als alles auf der Welt. Aber wir versuchen es morgen nochmal, okay? Jetzt wird geschlafen. Stimmt, letztens hat Nathan ja seine Frau und seine Tochter verloren. Und ich glaube, das sollte so ein bisschen begründen, weshalb Jody für ihn wie eine Tochter ist. Wir sollen ihr folgen. Warum auch immer. Ich glaube, das ist die Tochter von Nathan gewesen. Und ich meine, Jody hat es ja mit einem schon vorausgesehen. Also wir wussten es ja eher als Nathan. Was willst du hier? Es ist spät. Geh wieder ins Bett. Soll ich das wieder andersrum machen? Nicht weinen, Daddy. Was hast du gesagt? Es ging so schnell. Mami konnte nichts machen. Aber es tat nicht weh. Hör auf damit, Jody. Es tat gar nicht weh. Hast du mich verstanden? Hör sofort auf damit. Wir sind hier, Nathan. Wir sind an deiner Seite. Wir lieben dich, Schatz. Wir werden dich für immer lieben. Rede doch bitte mit mir. Jody, bring sie zu mir. Mach, dass sie mit mir reden. Ich kann nicht. Sie sind weg. Bitte. Geht nicht weg. Geht nicht weg. Die beiden fehlen mir. So, jetzt aber ein bisschen lieblos von Jody. Geht einfach. Betasonne. Der Kondensator in Kazistan wurde zerstört. Die Kluft ist jetzt unpassierbar. Wir sind nun die einzige Nation mit Zugang zur Infrawelt. Diese Situation
ermöglicht neue Strategien und militärische Perspektiven. Wir starten jetzt neue Programme zur Auffindung möglicher Energiequellen und Entwicklung von Militäranwendungen. Wir haben bereits Wege zur Verbindung von Existenzen und Soldaten, und dies ist erst der Anfang. Dies ist bedeutender als die Raumfahrtgeschichte oder weitere nukleare Aufrüstung. Vor uns erstreckt sich eine ganz neue Welt. Eine Welt, die wir erobern werden. Dies ist der Beginn einer völlig neuen Ära für unsere Nation. Wir haben unseren Freund ja hier sitzen. Ich mache erstmal alles andere, außer zu ihm gehen. Sie hat keine Wunden mehr im Gesicht. Und jetzt auf gleich. Kann das ja noch nicht so lange her sein, Einsatz. Diese Pentagon-Obermacker können ganz schön nerven, hm? McGrath macht mich krank. Der Typ ist so ein zynisches Arschloch. Weißt du, es wäre für das ganze Land eine Wohltat, wenn ich ihm Aiden auf den Hals schicken würde. Wir haben alle unseren Teil dazu getan. Ich hätte die Mission nicht annehmen sollen. Ich habe an nichts anderes gedacht als an meine Freiheit und das war dumm. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht gehe ich zu meinen Freunden zurück. Die paar Menschen, die mich mögen, wie ich wirklich bin. Es gab davon bisher nicht so viele. Und was ist mit dir? Naja, die CIA hat schon große Pläne für mich. Top-Gehalt, Bonzenauto, Golf spielen. Ich habe noch nicht Ja gesagt, aber natürlich denke ich drüber nach. Hör mal. Jody, ich... Ich weiß, es war kompliziert zwischen uns. Und ich habe sicher vieles nicht richtig gemacht. Aber wir könnten neu anfangen. Und uns zusammen etwas aufbauen. Ich meine, nach allem, was passiert ist, bekommen wir es diesmal vielleicht hin. Ich bin nicht bereit. Ich schätze, dass das Zeit braucht. Tut mir leid, Ryan. Ich verstehe schon. Hör zu, was auch immer du tust. Vergiss nicht, ich bin immer für dich da. Ah, da steckst du. Mason sucht nach dir. Komm mit, ich bring dich in sein Büro. Tschüss, Ryan. Oh, weißt du was? Ich habe ein Single Malt bei mir stehen, ein feines Stäffchen. Kommst du gleich nach? Nein, ich sollte lieber... Sowas trinkt man doch nicht allein. Whisky verlangt Begleitung. Ich sag dir was, ich such dich dann, okay? Hier lang, Jody. Ja, sorry, Ryan. Du bist echt hartnäckig und so und das ist echt, ne? Hut ab, dass du es immer wieder versuchst, aber... Keine Zeit. Und ich habe jetzt gerade wieder gemerkt, dass teilweise die Stimmen echt nicht gut abgemischt sind. Ja. Er stand gerade relativ weit weg von uns. Aber wenn die Kamera auf ihn zeigt, kann man ihn doch normal laut machen. Manche Entscheidungen sind schwer, Jodie.